der Urknall und seine Auswirkung. Urknall und seine Auswirkung. Mit 71 Meter Parsec rauscht das Weltall durch die Gegend. Hintergrundrauschen und was weiß ich nicht, alles, was man messen kann. Ja, heute nennt man das Herr Laschek oder Lasch, oder Herr Lesch, der im ZDF da über Astrologie, Astronomie und so weiter philosophiert. Meiner einer 68er Jahre, also 1968, hat es von Herrn Professor Haber bekommen, das ganze Wissen. Warum spreche ich das heute an? Wegen dem Blutmond, den wir heute vor einer Woche hier gesehen haben, live dabei waren, ihn aufgezeichnet haben, darüber gesprochen und so weiter und so fort. Eine ganze Woche. Eine ganze Woche ist ins Land gezogen, immer noch Bullenhitze, langsam wird es ein Fahrt, ich habe hier alles an, alles läuft, trotzdem wird man kopfmüde, man wird müde, der Körper sagt auch, man trinkt natürlich sehr viel, das ist richtig, dann kriegt man natürlich auch noch die Philosophie, ja, wenn du so viel Kaltes trinkst, dann ziehst du den Körper ja Energie und die muss ja wieder zurück, ne? Der Körper hat nun mal konstante 37 Grad. Wenn man ihn runterkühlt, muss man diese Runterkühlung wieder zuführen, oder beziehungsweise der Körper muss es wieder zuführen. Und dann kriegt man so einen Spruch wie, ja, du machst aber eine tolle Diät. Ne? Also ich esse sehr viel, trinke aber zu kalt und somit bin ich etwas dünner geworden. Für die Zuschauer, ja, ich bin dünner geworden, wie gesagt, angeblich durch dieses kalt, warm, warm, kalt. Aber es geht nicht anders, weil wenn ich schön kalt trinke, dann merke ich, dass ich dann wieder, dass es mir wieder besser geht, weil jetzt im Moment trinke ich etwas warm, also witterungswarm mäßig da. Das schmeckt nur nicht. Das kennt ihr alle. Irgendwie schmecken dann die Säfte nicht, wenn die so lauwarm sind. Gut, zu kalt, wie gesagt, nur zwischendurch, um die Poren wieder frei zu machen. Und so weiter und so fort. So, warum habe ich heute diesen Videobeitrag? Den Videobeitrag habe ich heute, weil wir den dritten Tag von Star Wars haben. Den dritten Tag, wo die wirklich arbeiten. Und wenn man so ein bisschen Backstage sieht, wo die da so am Rumtummeln sind. Und dass sie verdammt gute Laune haben, finde ich es toll. Ich finde es toll, dass die ganzen Schauspieler wirklich mit sehr viel Spaß da rangehen. Somit kommt die Vermutung, dass J.J. Abrams wirklich versucht, mit Episode 9 uns wirklich als Freunde von Star Wars, als Sammler von Star Wars Figuren etc. wieder zu erfreuen. Knappe 17 Monate müssen wir warten. Ich hatte, deswegen mache ich auch gerade das Video, weil ich sehr viele Kunden, ey, kommt ja gar nicht im Dezember, sage ich, yeah, natürlich nicht. Ihr hattet doch jetzt Han Solo im Mai. Und dann haben wir natürlich viel diskutiert darüber, wieso, weshalb, warum. Ja, wieso, weshalb, warum. Disney wollte uns, ne, und hat nicht geklappt und so weiter. Vielleicht hätte es geklappt, wenn Han Solo zu Weihnachten gekommen wäre. So kommt Han Solo im September, Anfang Oktober, als DVD Blu-ray und hat ja auch was. Ne? Man kann dann schön sich wieder zurücklehnen. Wer 3D genießen will, macht 3D. Und die anderen schauen halt 2D und genießen es halt zu Hause auf 4K, HD oder halt normal. Jeder macht es für sich. Das ist wichtig. Star Wars gehört uns nicht. Keinem gehört es. Star Wars kann uns auch die Jugend nicht kaputt machen. Das geht gar nicht. Meiner einer ist, wie gesagt, 41 Jahre bei Star Wars involviert. Macht mir nichts da irgendwie oder so. Hallo! An alle Kunden, Zuschauer. Ja, wir haben durchgehend auf. Ihr könnt jederzeit durchgehend hinein. Wir machen nichts online, weil es lohnt nicht. Wir sind Dienstleistende, vor Ort, analog, digital wandeln. Also wir wandeln alles, was analog ist, zu digital. Oder digital zu analog und digital zu digital. So, das machen wir jeden Tag. Und mir fällt so auf, wie gesagt, Professor Haber, 1968, saß vor Kamera, sprach vor Kamera und hat uns den Weltraum, die Astrologie, die Philosophie beigebracht. Auch die Elektronik beigebracht. Genau so. Er saß vor der Kamera und sprach. Der Lesch heute macht das genauso, natürlich ein bisschen digitaler, ein bisschen mehr effektvoll, wenn er so einen Punkt nimmt und hin und her fährt. Supi supi, klappt. Man gibt sich also Mühe.
Gucken wir auch bis zu 40.000, was gut ist. Das heißt also, sind da so viele, ich möchte gar nicht wissen, wie viel wir damals waren, 1968, wenn Professor Haber gesprochen und gemacht hat. Es waren natürlich sehr viele Zuschauer beim Mond, ne? Rückwirkend, Blutmond letzte Woche, dann die Mondfahrt, die da war, ne? Die Männer auf dem Mond. Und wie gesagt, man hat sehr viel mit den Leuten gesprochen und die haben auch immer erklärt, dass die Gegenstände zu gering wären, um diese ablichten zu können. Nun, Hubble-Teleskop ist ein verdammt tolles Teil und andere Teleskope sind auch in der heutigen Zeit und schon eine Frage ist das schon. Ich finde das sowieso alles sehr interessant von denen, deswegen mache ich das Video heute, weil ich mir heute vieles angesehen habe und es wird behauptet, dass die auf der ISS auch nicht sind, dass die da an Fäden hängen würden und was weiß ich nicht alles. Und wenn es keine Raumfahrt gibt, also es gibt keine Raumfahrt, es gibt keine Astronauten auf der ISS, angeblich war auch niemand auf dem Mond und all solche Sachen. Ist schon eine tolle Geschichte, die da in den 60er Jahren mit Caprica und Capricorn und wie die Filme da alles geheißen haben. Da doch, dass das angeblich ein Studio war. Ich meine, waren tolle Filme und heute sind diese Filme plötzlich autark. Das heißt also, sie sind lebendig und man nimmt an, dass das so gewesen wäre, dass die nicht da waren. Aber, okay, ist ein bisschen wenig. Ich meine, Mondstaub, 400 Gramm ist nicht viel. Mondklümpchen, ja, die hat man uns damals ja schon gezeigt. Also Mondstaub, 400 Gramm und ein paar Kügelchen oder ein paar Steinsreste da. Ja. Also die schon alles ein bisschen, ist klar. 110 Meter hohe Raketen werden auch nicht mehr gebaut. 3-4 Stufen oder so hat auch keiner mehr im Sinn. Frage lautet natürlich, was sollen wir auf dem Mond? Was bringt uns das? Denn andere Sachen bringen der Industrie mehr Geld und geht schneller. Die schnelle Marktwirtschaft. Keiner hat Lust, da irgendwo hinzufliegen und sich da umzuschauen. Warum auch? Ne? Ja. Vielleicht haben die Japaner ja irgendwann mal Lust, da oben drauf herum zu spazieren und was weiß ich, irgendwas zu machen. Auf dem Mond. Keine Ahnung. So, eine Woche Blutmond ist vorbei. Sensationell. Wir waren dabei. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Wir wurden dadurch in die Vergangenheit geschleudert, was nicht geht. Wir wurden aber geistig geschleudert. Somit waren wir dann plötzlich bei Professor Haber, der uns 1968 alles so langsam alles erklärt hatte. Dann natürlich beim Lesch, ist klar, der immer jeden Tag da irgendwas macht und seine eigene Terra X Sendung hat beim ZDF. Aber irgendwie, wer sich dafür interessiert, wer wirklich Lust und Laune hat auf Urknalltheorie, Stringtheorie, überhaupt auf Theorie, was oder wie abgeht, und wer auch Star Wars Fan ist und dadurch auf Parsec kommt und dann hört, dass unser All, wo wir hier leben, wir leben in einem All, auf dem Planeten Erde, mit dem Planeten Mond, der um uns herum kreist, wo alles Mögliche erdacht, er gehört zu uns, ist nur abgespalten, also sehr viele Theorien sind im Raum. So, und als Urknall-Theoretiker bin ich natürlich auch theoretisch daran interessiert, was zu erfahren. Jetzt durch das Hubble-Teleskop hat man erfahren, dass, wie gesagt, das ganze Universum mit 71 pro Parsec durchs Weltall düst, also die Ausdehnung ist 71 in Parsec, das ist schon eine Menge. Und das Schöne ist, wenn man Planeten findet, die leuchten, zack, 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 man nicht weiß warum, dann findet man etwas, was Hintergrundrauschen erzeugt. Man weiß aber nicht, warum da Hintergrundrauschen ist, weil das Weltall an sich mit seinem Gefrierpunkt und mit seiner Lautlosigkeit an sich keine Geräusche erzeugt, aber es sind doch Geräusche da, die wir nicht hören und so weiter. Es sind Schwingungen da, es sind Wellen da, also wir kriegen das alles nicht so mit, also instinktiv
kriegen uns mit. Auch durch diese Wärme, wir fühlen uns unwohl, haben merkwürdige Träume, benehmen uns ein bisschen anders. Das sind schon Auswirkungen aus dem All, Auswirkungen von den sogenannten Bestrahlungen, denen wir ausgesetzt sind, dann die eigenen Strahlungen, die wir hier tagtäglich im E-Smog-Verfahren mittlerweile um uns herum haben. Auch da haben die Leute erfunden oder erkannt, damit können wir Geld machen. Ja, fangen wir an mit Feinstaub. Jetzt ist der Feinstaub mal analysiert worden. Die Partikel des angeblichen Diesels sind so gering, also Blütenstaub und die anderen Staubkörner sind 90 mal höher, wie ein Dieselpartikel darin gefunden wird, zum Beispiel. Aber man macht etwas, man macht eine Verordnung und man macht Geld damit. So geht das. Einfach genial. So, und so funktioniert alles. Und deswegen fliegt auch keiner mehr zum Mond, weil das ja kein Geld bringt. Es kostet Geld, aber bringt nichts. Ja, was hat man von 400 Gramm Mondstaub? Was soll man damit anfangen? Na? Für ein paar Wissenschaftler ist das was, die kriegen auch wieder Geld. Hätte ich das gewusst, dass man mit dieser ganzen Theorie damals viel Geld hätte machen können, dann wäre ich sicherlich Theoretiker geworden, hätte dann mir auch irgendwie einen Doktortitel besorgt oder Professor oder, na, oder also am liebsten erstmal einen Doktortitel und dann eine Professur. Und dann hätte ich natürlich wie Einstein und wie die alle geheißen haben, viel Theorie, viel Feldarbeit. Und viel gemacht mit Kostengelder anderer, denn andere zahlen die Wissenschaft. Die Wissenschaftler zahlen nicht selber. Die Wissenschaftler sind also 24 Stunden, 7 Tage die Woche Wissenschaftler und machen und tun und was weiß ich nicht alles. Sind auch Doktoranden. Und wie gesagt, man hat da nichts, gar nichts in der Hand. Weder das Hintergrundrauschen, weder die kosmischen Strahlungen. Alles kann man nicht. Man kann es bemessen, aber man hat es nicht. Man kann nicht arbeiten damit. Ein Physiker denkt auch nur, ein Chemiker, ja, der kann Pülverchen, 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 Schabum. Genau, das haben wir auch immer gerne gemacht. Mit Aluminium fein geschliffen und dann angesteckt. Oder Eisen zum Kochen gebracht. Also wir haben viel Spaß gehabt in den 60er, 70er Jahren. Und daran habe ich mich jetzt durch diesen Blutmond wieder daran erinnert, welchen Spaß wir hatten. Und mal gucken, vielleicht melde ich mich sogar bei dieser Essener Sternwarte und setze mich da auch zwischendurch hin. Weil ich habe zwischendurch da mal angeguckt, mitten auf dem Feld, nachts, kühl, mit vielen. Es ist ruhig dort. Es ist sehr ruhig dort. Die schauen alle auf Monitore und so weiter und haben Sternkarten. Ja, die zapfen da ganz große Geräte an, haben auch eigene Geräte bei. Man kann so kleine Bunkerblitze, ne, so Bunkereinheiten, wo man ein bisschen geschützt ist, anmieten. Kann man da Laptop da rein anschließen. Also ist schon, ja, eine schöne Wissenschaft, ein schönes Hobby. Ein Hobby mit Wissenschaft macht schon ein bisschen mehr Sinn, weil man lernt ja auch ein bisschen. Und wenn man ganz großes Glück hat, kann man sicherlich auch irgendwas finden. Ich meine, es war so lustig, diese Blutmond-Geschichte. Also erstmal die Verdunklung, die Mondfinsternis, das war sehr, sehr lustig, weil man hat den Mond gesucht und dann plötzlich sah man einen Ring. Ah, da ist er ja. Und wenn man dann sich konzentriert, ne, man musste ja Auto fahren oder man musste ja einen Parkplatz suchen. Und dann konnte man ja nur mit herkömmlichen Kameras arbeiten. Wir hatten natürlich jetzt nicht das Equipment bei, um Perfektionismus zu tätigen. So, ja genau, die Kamera war bei. So, Sommer ist, Ruhe ist, Wärme ist. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Und wir überlegen uns gerade die sogenannte August-Star-Wars-Sendung. Dazu lade ich euch total recht herzlich ein zur August-Star-Wars-Sendung. So, die hier ist abgeschlossen. Das sind hier immer so die Zwischenpendants, wenn Kunden kommen, wenn wir uns unterhalten, wenn wir anfangen zu philosophieren und so weiter und so fort. Ich werde mir sicherlich 2019, wenn Star-Wars wieder so richtig loslegt, auch mir sicherlich was ausdenken, dass hier wirklich wunderschöne Exponate zu sehen sind. Noch einmal, das ist alles nicht so verkaufsgemäß gewollt. Deswegen, wir haben keinen Online-Shop, wir verkaufen das nicht online. Wem es gefällt, kann mitnehmen, ist richtig. Weil das sind wirklich Unikate und die müssen auch demnächst deklariert werden.
Noch einmal Dankeschön an Rupert, der das in Szene gesetzt hat vor 2 Jahren. So lange hängen die da schon. So, die Figuren innen drin haben schon einen Wert. Ja, das Ganze drumherum hat einen Wert und es sind Unikate. Es sind Ein-Gegenstände. Das heißt, dieses gute Stück gibt es nur einmal auf diesem Planeten. Und nur hier und auch nur hier in der Sendung. Und extra für diese Sendung hergestellt. Und wird auch demnächst in dieser Sendung auch vorgeführt. So, und jetzt bin ich in dem sogenannten Self-Modus. Das bedeutet, dass ich mir gerade was ausdenke für die Augustwoche. Star Wars, wie gesagt, seit 3 Tagen schon am Drehen und die haben verdammt gute Laune. Es macht richtig Spaß, dazu zu schauen. Mal hier, wenn sie hier sind in den Pinwood Studios, dann geht das. Weil die ja dann hier in der Nähe sind. Aber wenn die dann ausschweifen da, um die anderen Szenen zu drehen, weil die Szenen werden, also manchmal wird ja die letzte Szene als erstes gedreht, dann haben die anderen erstmal lange Pause. So, und die werden dann höchstens nochmal zurückgeordert, die hat uns nicht gefallen, die müssen wir nochmal machen. Also es kann beim Film schon mal vorkommen, dass die letzten Szenen, also die letzten Minuten als erstes gedreht werden. Und deswegen können auch solche Sachen passieren oder man macht so Zwischensachen, man denkt sich was aus und das ist ja bei Carrie Fisher gewesen, da hat man ja beim ersten Treffen hat man so viele Sachen gemacht, ja, Episode 7, die Macht ist erwacht, da hat man so viele Sachen gemacht, dadurch können die diese Sachen jetzt in E9 nutzen und das ist schon nicht schlecht, ich meine in der Filmbranche ist das so, wir drehen so viele Sachen, hin und wieder dreht man was, so wie das jetzt hier und dann wird das nicht veröffentlicht. Dann war es das. Dann hat man eine Stunde da vor der Kamera gearbeitet und es wird halt nicht genutzt. Was schon mal gut ist, dass die das archivieren auf einer Festplatte und es vielleicht dann doch nutzen. Das ist natürlich das Schöne daran. So, meiner einer muss es nicht nutzen. Meiner einer macht es auch Spaß. Ihr braucht nicht bezahlen. Ihr dürft aber mitmachen. Jeder von euch darf mitmachen. Er muss nichts bezahlen. Er kann sein Hobby vor der laufenden Kamera frei. In der Sendung sollte natürlich Star Wars oder Sci-Fi sein. Nur das jetzt hier. Yeah. Also, Kollege ist heute bei jemand anderem. Ich finde das toll, moderne Technik. Ne? Meine Uhr spricht mit mir, ich kann auch mit der Uhr sprechen. Wow, der so, oh, der Klima, herrlich. Ach, herrlich, ey, super. Der hat Klima. Er hat ein, das finde ich ja toll, der hat eine Klimaanlage. Hat, der ist gut. Hammer. Ja, ich habe keine Klimaanlage. Ich muss genauso schwitzen wie ihr. Ich begrüße euch in der neuartigen Technik, Industrie 4.0. Das ist Industrie 4.0, weil ich mit dieser Uhr kann ich steuern und kann auch Informationen bekommen. Ja. Momentan freut sich die Uhr, weil ich immer über 6000 Schritte mache. Ja. Was das soll, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so ein Implantat von irgendeinem, so, keine Ahnung. In dieser Uhr ist alles eingebaut, das ist die G3. Die G3-Uhr ist verbunden mit G9, einem Handy. Und hier ist eh alles verbunden hier. Ne? Die Leute können abrufen, können zuspeisen, ablesen, umlesen, weiterleiten, aufnehmen. Hier ist also Industrie 4.0. So, ich habe gerade die Antwort hier bekommen, dass er in einer Klimaanlage sitzt. Also er sitzt in einem Büro, was eine erstklassige Klimaanlage hat. Und meiner einer sitzt leider hier in der Wärme und schwitzt. Leute, ihr könnt mir glauben, das ist alles pitschnass. Viel ist nicht los, merkt ihr ja, sonst könnte ich nicht so lange reden. Die Leute sind auch alle müde, das Wetter, man fährt irgendwo hin. Grill Session, wir haben Wochenende und so weiter und so fort. Also, eine tolle Sache. Also noch einmal, ich bedanke mich sozusagen bei Herrn Professor Haber, der 1968 damit angefangen und uns als Jugendliche ab 10 Jahre aufwärts das alles beigebracht. Und wir sind immer noch Urknalltheoretiker, wir glauben immer noch, wir glauben nicht, wir wissen es. Es hat ein Urknall stattgefunden und man merkt durch das Berechnen, und durch Hubble-Teleskop, das rauscht alles, ja, und fliegt und geht auseinander und hat eine gewisse Geschwindigkeit sogar. Und das Schöne an der Geschichte ist, weil wir ja auch Star Wars Fans sind,
wenn man dann plötzlich aus dieser original universalen Astronomie, Astrophysik und was da irgendwie alles, aus der Welt der Wissenschaft dann plötzlich vom Parsec hört und solche Sachen und dann bei Star Wars auch, dann hat man ein ganz anderes Empfinden. Ich meine, die fliegen ja da unten rum, erzählen sowas von Jakku und andere Planeten, Hut und was weiß ich, eine AC, ach, keine Ahnung, wie die Planeten da alle heißen, aber wenn man sich das Hubble-Teleskop mal anschaltet und die Bilder anschaut und sich in so einer Sache umgibt, bekommt man Star Wars, also Star Wars bekommt dann einen besseren Sinn. Also Star Wars macht dann ein bisschen mehr Spaß, wenn man sich also auch in der Welt der Big Bang Theoretiker, ihr wisst schon, die US-Serie, die mittlerweile 12 Staffeln hat, 10 Staffeln durfte auch ich davon mir ansehen. Staffel 11 und 12 muss ich noch warten, bis ich die zu Gesicht bekomme. Und wie gesagt, da ist auch Mark Hamill bei gewesen, Star Trek, Star Wars und andere Professoren und Doktoren und so. Sehr wichtige Persönlichkeiten waren dort in dieser Serie aufgetreten und deswegen gefällt mir das alles. Ja, es gefällt mir. Die Urknalltheorie, der Blutmond letzte Woche, die ganzen Sachen, das macht Spaß. Und wie gesagt, 2019 macht mir sehr viel Spaß. Ihr merkt schon, ich habe schon richtig Spaß mit Star Wars. Und es werden ja auch gewisse Sachen eingekauft. Und im Jahr 2019 das dann wieder ins Schaufenster zu packen. Das ist der nächste hier. Das ist ein Foto, kann ich mir mal angucken. Aber die Fotos sind immer so klein. Ich gehe aufs Große. Ich wünsche was, viel, viel Spaß, macht's gut. Es freut mich, wenn ihr schaut. Es freut mich, wenn ihr vorbeikommt. Und es freut mich, wenn wir hier vor Ort analog uns unterhalten. Und es freut mich, die Sendung vorzubereiten für Star Wars August. Und es freut mich auch, diese Sendung leider im August alleine machen zu müssen, weil R2-D2 ist halt unterwegs. Es ist Sommer. Und R2-D2 hat gewisse Aufträge, die er erfüllen muss. Und meiner einer, euer Darth Vader da oder Han Solo, mal schauen, wird dann die Sendung bestreiten. Ja, also, diese Sendung ist was für Physiker, Theoretiker, alle, die damit was zu tun haben. Ich unterhalte mich unheimlich gerne, waren wir oder waren wir nicht auf dem Mond und all solche Sachen. Und ich werde immer noch forschen. Und wenn ich das ganz, ganz große Glück habe, dass ich irgendwann mal durch irgendeinen Teil gucken kann, dann werde ich den Mond sowas von untersuchen. Wirklich. Ich meine, eine Fußspur kann ich nicht finden, aber die Teile, die da rumstehen, das Auto, ne? Das halbe Teil und alles, ne? Vom Space Shuttle da und so weiter und so fort. Also ich werde da suchen. Und wenn ich was gefunden habe, werde ich es veröffentlichen. Könnt ihr mir glauben. So, da bin ich nochmal. Und zwar, wie gesagt, macht es unheimlich viel Spaß, über Star Wars zu philosophieren, Urknalltheorie, Wissenschaft und so weiter, Weltall. Und jetzt kommt's. Ich habe natürlich sehr viele Kunden, die halt auch Figuren sammeln und mit Figuren arbeiten. Aber die sind auf der anderen Seite, nämlich auf der Papierseite. Ihr könnt euch Bücher kaufen. So, das hier sind zum Beispiel Fusiliere. Dann auf einem, hier bei uns dann auf einem harten Karton mit 64 Bit, 1200x1200 dpi ausdrucken lassen. Ja? Und durch diese sogenannte Falttechnik, und man geht auch immer filigraner mit dem, wenn man sich eine gute Schere besorgt, geht das. Hier zum Beispiel hat man dann die Kavallerie wieder einen weg. Ne? Also es gibt Bücher, die stelle ich euch demnächst vor. Und da kann man also mal, ich werde jetzt auch schauen, ob es auch Star Wars, wenn es so Star Wars Sachen gibt. Ich muss den Kunden mal fragen, weil er macht es ja richtig. Und das ist jetzt hier die British Seventh Light Dragons. Also die 17. leichte Kavallerie, die da aufläuft. Stark gemacht. Also wie gesagt, man muss das ausschneiden, zusammenkleben und dann hat man das. Und wir haben ja Sandkästen,
Wir haben ja alles da, da sind Häuser abgebildet und so weiter. Das macht so viel Spaß. Da ich auch gleich Zeit habe, werde ich mal höflich fragen, mein Kollege von der Märklin, ja, Idee und Spiel, hier nebenan, den ich hatte, dann hole ich gleich vielleicht schon so ein Heft, aber eins werde ich bestellen. Und dann werde ich da dieses da mal machen. Ja, eine Grundplatte, sogar so ein Feld, da kann man noch was drauf machen. Ja, ich werde da gleich auch Spaß schon mal was machen, ausschneiden, mal sehen, was dabei rauskommt. Ne? Ja, also ich habe jetzt hier dann, wie gesagt, diese Dragons, und was haben wir denn noch? Ja, keine Ahnung, irgendwelche. Also er macht den amerikanischen, also ist mal wieder so eine amerikanische Geschichte. Zeige ich den, ja, warum nicht? Also, ja, cool. So. Mal schauen. Ich schaue mir das gleich nochmal an. Gebe bei YouTube mal ein hier, so schablonenmäßig. Ich gehe jetzt da bei YouTube gucken, ob es da auch Star Wars gibt. Ja, Star Wars. Schauen wir mal, ja, was dabei rauskommt. Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Ich freue mich jetzt schon. So, also wenn ihr mitmachen wollt, die nächste Sendung wird dann über diese Papiersachen sein. Es gibt Orange Garden. Es gibt natürlich den zweiten, ersten, ist klar. Das hier ist jetzt die amerikanische Geschichte. Und ich nahm an, man kauft so ein Heft zwischen 14 und 15 Euro und schneidet das dann auch. Nee. Also ihr kauft so ein Heft mit allem drum und dran zwischen 14 und 15 Euro und dann kopiert ihr das auf schönen, guten, harten Karton, so sagen wir mal 200 Gramm reicht, weil bei 300 Gramm dieses Rumbiegen ist nicht gut, aber 200 Gramm gebogen aufeinander ergibt schon eine gute Konsistenz und dann steht das da, das sieht gut aus. Sieht gut aus, schaut es euch ja mal bei YouTube, wenn ich Zeit habe, habe ich es jetzt hier schon euch gezeigt. Darum geht es beim Urknall-Theoretiker, denn das ist auch Zeitgeschichte und ja, macht Spaß. Es macht Spaß, sich so ein bisschen zurückzulegen, ist nicht so teuer, also ihr wisst, wie teuer Star Wars ist, ja. Und wenn es Star Wars als Papiergeschichte gibt, schauen wir mal. Also, bis später. So, müsst ihr die natürlich ausschneiden, die Herrschaften. Ja? Dann habt ihr eure Reiter. Oder sie reiten weg. Ja? Wenn man das größer macht, ja? Reiten die aufeinander zu oder reiten die aufeinander weg. Ja? So, dieser neuartige Papierschnitt kann ich empfehlen für Bastel. Also, ich habe mir das jetzt so angeschaut, also die reiten jetzt alle weg. Oder reiten alle drauf zu. Ja, ist also Hartkarton, müsst ihr ausschneiden, dann zusammenkleben, so irgendwie so versetzt, ja, dass die so versetzt reiten. Wenn man das dann in diese Sandkastengeschichte einbettet, könnte das sehr witzig ausschauen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wie gesagt, ich habe noch reichlich hier zu schneiden, also 4 Einheiten muss ich noch schneiden. Und wie gesagt, mit der Zeit gewöhnt man sich dran, hier so rumzuschnibbeln. Ne? Ja. Wie gesagt, daraus macht man dann eine Armee. Als Eyecatch bei dieser Witterung gar nicht mal so schlecht. Okay, ich habe jetzt gerade stundenlang mit meinen Kunden darüber philosophiert. Die sind doch der Meinung, dass man doch richtige Figuren nehmen sollte. Aber richtige Figuren wissen wir auch. Richtige Figuren kosten richtig Geld. Und nur zum Ausstellen, damit man so ein bisschen was zu gucken hat, bin ich der Meinung, dass auch solche Figuren hier, wenn man die richtig gut ausschneidet, irgendwie ja, so als Eyecatch nutzen kann. Wie gesagt, es gibt da Overlord, es gibt Garden, aus diesem WW2 zum Beispiel mit Panzern, dann hier wie gesagt den amerikanischen, britischen und Hessen, die da rumliefen und dann die Füsiliere hier, dann Kanonen, mal schauen, wie das aussieht. Ich meine, ich habe jetzt 50 Jahre das nicht mehr gemacht, ja? So 50 Jahre habe ich das nicht mehr gemacht und jetzt mache ich das wieder, so aus Spaß, warum nicht?
so zwischendurch. Und jetzt hier für die Kameraarbeit. Und später vielleicht so für zu Hause. Nur zu Hause sieht das dann natürlich nicht so schön aus, wenn alles auf der Erde liegt. Ne? So Papiereinheiten hier. Aber es macht Spaß, wie gesagt, wenn man es richtig macht. Mit Cutter und mit einer sehr guten Schere hat man die Herrschaften dann mal wieder. Ne? Zack. Jetzt haben wir schon drei, die da herrennen. Ne? So, hintereinander. So, und wenn man dann noch. So, ne? Jetzt reiten die hier. So von der Seite, tack, tack, tack. Wenn man dann noch ein bisschen Luft reinlässt, ne? Man kann die auch übereinander machen, so ein bisschen übereinander, dann müssten die aber weniger sein, dann hätte man auch 3D, aber so geht es ja auch, ne? Also machen wir einen Finger dazwischen, ne? Die reiten jetzt hier so lang, so. Ein bisschen Fingerakrobatik hier, so. Und dann haben wir hier schon eine kleine Armee, die auch einen zureitet oder halt von uns wegreitet, ne? Okay, das ist die neue Spielerei von Peter Dennis and Paper Soldiers. So. Ich mache das jetzt hier fertig, denke mir da irgendwie was aus. Und wenn mir das gefallen sollte, werde ich dann eine wunderschöne Geschichte machen. Die werde ich dann im Schaufenster ausstellen und mal schauen, wie sowas wirkt und wie die Kunden darauf reagieren. Okay, wie gesagt, bedanke mich fürs Zuschauen. Man erlebt sich wieder bei Star Wars.